Sie macht die Menschen schöner und vor allem jünger. Eva Wegrostek ist eine international gefragte Ärztin, die sich auf die sanfte Schönheitsmedizin spezialisiert hat. Im Herzen von Wien betreibt sie ihre Ordination und mitten im Grünen erholt sie sich von ihren langen Arbeitstagen mit ihren beiden Kuschelhunden. Der Wunsch nach ewiger Jugend lässt so manche alternde Schönheit sich unters Messer legen. Laut Promi-Schönheitschirurgin Dr. Eva Wegrostek ist dies allerdings nicht immer notwendig. Sie ist auf nicht-invasive Eingriffe spezialisiert. Die Niederösterreicherin wurde in Wien geboren und hat dort auch ihr Studium absolviert. Gern erinnert sie sich an diese Zeit zurück. Ich habe während meines Studiums mir Geld verdient und hatte einen Nebenjob. Und mein schönster Nebenjob war eigentlich, dass ich dann per Zufall Auerstewardess wurde. Und die Auer war da damals sehr kooperativ. Und immer wenn ich unbezahlten Urlaub gebraucht habe für irgendwelche Sachen, wurde mir das genehmigt. Und so habe ich die Gelegenheit gehabt, während des gesamten Studiums zu fliegen und die Welt kennenzulernen. Was natürlich für ein junges Mädel natürlich ganz, ganz toll war. Dabei habe ich auch meinen ersten Mann kennengelernt, den Vater meiner Tochter. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, ja, dann bin ich noch ein bisschen geflogen, ist meine Tochter auf die Welt gekommen und dann bin ich ins Spital und dann hat sich meine erste Ehe leider aufgelöst, weil natürlich die Kluft zwischen Pilotenleben und Arztleben, ja, also einfach zu krass war. Ja, also dieses Pilotenleben oder auch das Stewardessenleben, das war immer eher sehr, irgendwie so ein bisschen sehr urlaubslastig. Ja, und wenn du dann im Spital bist, wo du wirklich 10, 12 Nachtdienste im Monat hast und nicht schlafen kannst und immer nur arm und alt und krank siehst, dann hat das leider nicht mehr so gepasst. Aber wie auch immer, nachher kam ich dann ins Spital, habe dort ganz normal meinen Turnus gemacht und war dann auf der Chirurgie. Und da hat es aber dann auch sehr viele Tumorpatienten gegeben. Das war dann auch sehr belastend. Und dann gab es eine Stelle auf der Anästhesie und Intensivmedizin. Das habe ich natürlich total spannend gefunden. Also Menschen retten und richtig agieren. Und bin dann dorthin gekommen. Und das war sehr, sehr spannend. Bis man dann einfach Routine hat, dann ist alles nicht mehr ganz so spannend. Und interessiert für Verschönerung und plastische Chirurgie und all das habe ich mich schon immer. Ich habe nämlich als Teenager schon vom berühmten Ivo Pitangui, also dieser plastische Chirurg in Brasilien, habe ich ein ganz großes Poster hängen gehabt. Das war damals schon mein Idol. Und also ich habe es zwar nicht dorthin geschafft, aber meine Tochter, weil ich habe das große Glück, dass ich meine Träume teilweise in meinem Leben verwirklicht haben und ganz besonders jetzt mit meiner Tochter, weil die ist dann nach Brasilien gegangen, die war in dieser Pitangui-Schule und die geht auch jetzt dann nochmal zum Abschluss nach Brasilien. Also die hat das jetzt wirklich alles so von der Pike auf, was ich mich nicht so getraut habe, weil ich habe dann doch relativ früh ein Kind bekommen und habe mich dann nicht mehr so ins Ausland getraut mit kleinem Kind. Ja, und nach der Anästhesieausbildung habe ich mir gedacht, na, irgendwas muss es doch geben, dass man ohne chirurgische Eingriffe auch die Menschheit verschönern kann, weil die Leute wollen immer nicht ausfallen, die wollen das Risiko minimieren, da muss es doch was geben. Und dann habe ich für mich so einen Plan gemacht, und haben mir gedacht, na, was würde ich jetzt alles wollen? Also okay, Filler, Unterspritzen, Botox, Peelings, Laser. Und dann habe ich sämtliche Wochenenden damals noch im Spital genützt und auch Urlaube und bin zu den Spezialisten auf der ganzen Welt geflogen und habe mir überall das geholt, was ich lernen oder können wollte. Und so hat sich dann ein schönes Portfolio ergeben. Und ja, anfangs habe ich immer alles an mir ausprobiert und ja, dann habe ich halt langsam begonnen und habe das Spital verlassen, habe dann hier diese Ordi eröffnet.
Und es hat mir halt unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, und das war schon ganz lustig, weil ich bin einmal als Jugendliche in einem Zug gefahren und da hat eine Wahrsagerin zu mir gesagt, Sie werden mal etwas ganz Großes werden. Sie werden eine Künstlerin. Ja, ich sehe Sie vor mir. Sie werden formen. Sie werden eine Künstlerin. Und ich habe mir damals gedacht, na ja, das liegt mir schon irgendwie im Blut, aber ja, wie soll ich denn als Mediziner jetzt Künstler werden? Wie passt denn das zusammen? Also so irgendwie. Und im Nachhinein habe ich dann oft an diese Begebenheit gedacht. Und es ist genau das geworden. Ja? Und ich habe nach 20 Jahren, meine Mitarbeiter können das bestätigen, ich habe jeden Tag Freude damit. Ja? Und es ist so eine Leidenschaft, auf die man sich einlässt, nämlich dieses Spüren auch. Ja? Es ist das Spüren des Gewebes, ja? Spüren der Haut, was kann ich damit anfangen. Auch das Spüren des Menschen, was will der jetzt? Ja? Wünscht er sich zu viel? Ja? Muss ich ihn bremsen? Kann ich das verantworten? Ja? Also da gehört wahnsinnig viel dazu und deshalb muss ich immer schmunzeln, wenn es dann so, jetzt ist es eh schon besser geworden, ja? Wenn dann so, na, das bisschen Botox oder ein bisschen Filler. Ja? Das ist, wir haben ja einen Slogan, vom Handwerk zum Kunstwerk, und das ist so unser Motto. Nicht? Das ist, also Unterschied ästhetische Medizin ist, geht vom Wände ausmalen bis zu Michelangelo. Ja? So weit ist die Palette. Und so wird sie auch angewendet, muss man sagen. Ja? Also es ist nicht jeder ein Michelangelo, ja? Und es gibt sicher sehr viel dazwischen. Aber so wie in allen anderen Disziplinen auch, man muss eine wirkliche Leidenschaft und Liebe dazu haben. Ja? Dann macht man es auch richtig. Irgendwann macht man es dann richtig gut. Und ich bin auch jemand, ich glaube, man muss sich auf irgendwas spezialisieren. Also bei uns in der Medizin ist es einfach so, wenn du alles machst, ja, wenn die Palette zu groß ist, dann werden wahrscheinlich nur ein paar Sachen wirklich perfekt sein, die anderen werden ganz gut sein. Aber so die wirklichen Künstler, ist ja immer im Leben so, ja, die spezialisieren sich auf etwas, ja, und da werden sie immer besser und immer besser und immer besser. Und ich glaube, das war auch der Grund für den Erfolg, weil erstens mal die Leute spüren es, ja, sie kommen dann wieder und wir haben jetzt, ich meine, 1, 2, 3, verschreiben wir es nicht, wir leben nur mehr von der Mundpropaganda. Ja, und das ist für uns überhaupt das Schönste, weil die Freundin erzählt es der Mama, der Schwester, der Tante und die erzählen dann schon alles. Und die kommen dann schon her und sagen, ja, ich kenne mich schon aus, ich habe das schon gehört und ich weiß das schon. Und das ist irrsinnig angenehm, ja, weil wir auch wahnsinnig nette Leute haben, ja, auch die diese Kunst zu schätzen wissen. Es ist aber so, sie sagen dann manchmal zu mir viele, ich bin eine sehr strenge. Wir haben eine Philosophie. Ja, und wenn man hier eincheckt, ja, dann entweder lebt man mit uns die Philosophie, weil bei uns fängt immer alles bei gesunder, schöner Haut an. Weil ich bin der Überzeugung, dass man, wenn ich eine gesunde, schöne, lebende Haut und Gewebe habe, dann kann ich da auch etwas, kann ich Hyaluron hineingeben, dann ist die Regenerationsfähigkeit, die Heilungsfähigkeit der Haut einfach toll und gegeben und die Haut kann mit den Stoffen, die ich dazugebe, etwas anfangen. Wenn ich einen katabolen Mechanismus habe, ja, eine völlige nicht ernährte, tote Haut, mit der kann ich nichts anfangen. Deshalb ist das immer bei uns der erste Schritt. Und Leute, die kommen, na, ich will nur geschwind da, das ist nicht. Das ist nicht unser Klientel. Ja? Also wir machen Analysen, wir machen einen Plan für die nächsten 10 Jahre. Wir sagen, wo sind die Schwachstellen, in welche Richtung geht es. Dann reden wir uns zusammen, was traut sich der Patient, was will er eher nicht. Ja, ich kann ja jetzt nicht, ja, oder man findet dann einen Behandlungsplan und einen Weg. Und die kommen dann alle immer regelmäßig, meistens einmal oder zweimal im Jahr. Da schauen wir dann, da reden wir dann, müssen wir irgendwas zusätzlich machen oder
oder waren die, war sie jetzt einmal 6 Monate im Ausland stationiert, wo viel Sonne war, müssen wir die Haut ein bisschen regenerieren, ist, geht der Fahrplan noch, hat man irgendeine Scheidung hinter sich, wo man jetzt 10 Kilo abgenommen hat und furchtbar ausschaut, müssen wir da ein bisschen helfen. Also das sind so, ich begleite die Menschen eigentlich so in ihrem Leben. Wie halten Sie es mit Ihrer eigenen Schönheit? Ich mache alles. Alles. Naja, es ist so, ich würde alles machen, wenn ich nicht zu faul dafür wäre. Ja, weil es ist natürlich so, wenn du dann, das ist für mich ein normaler, natürlich habe ich den Zugang und so weiter, aber ich habe auch einen normalen Arbeitstag. Ja, und nach so einem 12-stündigen Arbeitstag ist man müde und nicht mehr so wirklich lustig, sich selbst noch was zu machen. Aber da habe ich ja meine Mitarbeiter, die dann immer sagen, also jetzt ist es wieder an der Zeit, es sind schon 4 Monate, ein Botox wäre angesagt. Und ich sage dann, ich gehe noch. Aber bei mir ist zum Beispiel der Hals, ja, ich habe so starke, diese Bänder hier, und die gehen wahnsinnig gut, wenn man das regelmäßig mit Botox macht, dann hat man ein Leben lang einen schönen Hals und kriegt keine Truthahnfalten und so weiter. Und das lebe ich, also ich mache wirklich alle 3-4 Monate dieses Botox, wenn ich nicht zu faul bin, aber dann sagen die Mitarbeiter, es ist wieder an der Zeit. Ich gebe regelmäßig Feuchtigkeitsspritzen ins Gesicht und lasse mir auch immer wieder Eigenblut und Vampirlift machen, auf das stehe ich sehr. Es ist einfach, dieses Erhalten ist wichtig und die Prophylaxe, also das, was ich predige, mache ich schon auch bei mir. Erholung von der täglichen Arbeit findet die Schönheitskünstlerin in ihrem Haus mit Garten in Hinterbrühl bei ihren Hunden. Aber in Gedanken ist Eva Wegrostek auch hier bei ihren Patienten, die aus der ganzen Welt zu ihr kommen, um sich behandeln zu lassen. Ich habe wirklich aus der ganzen Welt Leute. Und das Lustige ist immer, ich habe auch Amerikaner und Russen und Asiaten, und die legen mich dann immer als Zwischenstopp ein. Ja, ich bin dann immer, wenn der sagt, ja, ich plane immer das dann so, dann mache ich Zwischenstopp in Wien, wenn sie auf Geschäftsreise gehen. Ja, und dann macht natürlich meine Rezeption immer alles möglich, weil, wenn der sagt, naja, er ist jetzt nur diese 2 Tage, ja, und das sind ja alles Stammkundschaften, also da, die nehmen wir schon dann auch einmal dazu. Ja, dann haben wir natürlich sehr viele aus Deutschland und der Schweiz, sehr, 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 sehr viele. Großbritannien habe ich auch einige, Italien habe ich sehr viele. Und aber der Hauptteil ist eigentlich Schweiz und Deutschland, gefolgt von diesen russischen, amerikanischen und asiatischen Geschäftsreisenden. Gibt es irgendwelche Typologien, dass man sagt, die Schweizer Frau macht das und das, was die deutsche Frau nicht macht? Es ist jetzt schwer zu sagen, weil alle, die zu mir kommen, wollen ja meinen Stil, nämlich dieses extrem natürlich ausschauen und nicht zu übertrieben und frisch, aber nicht aufgespritzt. Oder nicht unnatürlich. Insofern tue ich mir schwer, weil die, die von der ganzen Welt zu mir kommen, kommen ja aufgrund dessen. Also die anderen kommen nicht zu mir, egal ob sie jetzt aus Deutschland oder Amerika oder der Schweiz sind.